Hallo und herzlich willkommen hier bei Pauschalreisen nach Mittelerde. Mein Name ist Uli Hacke und ich bin vom Tolkien-Stammtisch Hannover. Heute kümmern wir uns um die ganz, ganz großen Dinge in Mittelerde. Berge, Gebirge, ganze Ketten sind da zu finden. Das heißt, die Folge richtet sich heute an die Aktiven unter euch, denn ich werde euch die ein oder andere Tour vorstellen. Wer lieber nicht so gern auf Berge raufläuft, der guckt sich das Ganze halt gerne von unten an und sagt sich, meine Güte, dann lerne ich halt was. Ist ja auch schön. Wir fangen mal mit ein paar Einzelbergen an, die Mittelerde prägen und die Tolkien besonders beschrieben hat. Da haben wir zum Beispiel die Wetterspitze, die aber außer einer recht sehenswerten Ruine einen hervorragenden Rundblick über das ganze umliegende Land bietet. Knapp 1000 Fuß ist das Ding hoch und sie bietet selbst euch ungeübten Bergwanderern allenfalls mittlere Schwierigkeitsstufe. In der westlichen Mulde, da kann man ganz gut rasten, da gibt es auch eine Quelle und manchmal sogar auch Feuerholz sind da vorhanden. Was ein bisschen gefährlicher wird, ist der Orodruin, übersetzt der Berg des lodernden Feuers. Der liegt im nordwestlichen Zipfel Mordors, ein klassischer Schichtvulkan, dessen Hänge durch ausgeworfene Materialien, also Steine, Asche und Lava, entstanden sind und dessen Höhe ja mit jedem Ausbruch dann noch zunimmt. Gegenüber irdischen Vulkanen weist der Orodruin aber kaum Besonderheiten auf, von der Tatsache mal abgesehen, dass seine Ausbrüche witzigerweise stets mit dem Größerwerden Saurons Macht übereinstimmen. Mit 4500 Fuß, also 1500 Fuß davon ist der eigentliche Kegel, ist der Orodruin auch nicht so besonders hoch. Mal zum Vergleich, der Ätna auf Sizilien, der misst 11.000 Fuß und der höchste Schichtvulkan der Erde nochmal das Doppelte. Wie der Ätna verfügt der Orodruin noch über Spalten und Klüfte und die bekannteste davon ist natürlich die Samath Naur, die sich von Ringträgern und anderen Touristen auch begehen lässt. Seine Lava ist äußerst zähflüssig und leider auch hochexplosiv, also ein bisschen aufpassen. Bekannte irdische Vorbilder für den Orodruin sind der Fujiyama, der Mount St. Helens, der Pinatubo oder etwas näher der Vesuv. Die Ausbrüche des Mount Doom, wie er auch genannt wird, die laufen jedoch weitaus kontrollierter ab, was für den gerade mal 40 Meilen entfernten Barad-dûr so gewisse Vorteile mit sich bringt. Dann haben wir den Erebor, den einsamen Berg, der befindet sich so ungefähr 20 Meilen nördlich von Eskarod am Langen See entfernt und der stellt auch an den konditionsstarken Bergsteiger so gewisse Ansprüche. Bei knapp 3.500 Fuß Höhe halten sich in geschützten Mulden bis zum Frühling einige Schneefelder, die eine gute Trittsicherheit erforderlich machen. Man nähert sich dem Erebor auf gut ausgebauten Straßen von Süden her, sodass die vier nach vorne verlaufenden Grate eindrucksvoll sichtbar werden. Gibt echt tolle Fotos. Die klassische Gipfelroute, die führt an der westlichen Flanke zunächst über den Rabenberg und dann auf engen Pfaden am vorderen Tor des Zwergenreiches, auch das Königreich hinter dem Berg genannt, und den Quellen des Flusses eilend vorbei und windet sich anschließend in weiten Serpentinen bis zum steinigen Gipfel empor. Es gibt auch eine Alternativroute, kann man machen, die umgeht den Erebor zunächst im Westen und führt über das ehemalige Lager 2 einer Zwergenseilschaft durch die verborgene Mulde und klettert dann sehr steil in die Gipfelregion. Dieser Weg, sage ich gleich, ist jedoch nur für geübte Alpinisten zu empfehlen. Eine Besichtigung der ehemaligen Schatzkammer des Drachen Smaug ist leider nicht möglich, angeblich aus Sicherheitsgründen Einsturzgefahr. Naja. Kein Berg im eigentlichen Sinne sind die Karok im Oberlauf des Anduins. Hier finden aber die Kletterbegeisterten Routen jeglicher Schwierigkeitsgrade. Eine Anmeldung über das Büro der Beorninger ist jedoch erforderlich. Was haben wir Schönes an Gebirgen? Schauen wir mal. Die beiden größten Gebirgsketten Mittelerdes, tja, die sind praktischerweise überhaupt auf gar keiner Karte vorhanden. Da haben wir die Eisenberge, auch Irid Engrin genannt, im Nordwesten des Kontinents. Die sind einst von Melkor als Verteidigungslinie aufgetürmt und vermutlich mindestens 3.500 Meter hoch. Ein richtig eindrucksvoller Bestandteil der Eisenberge, das war der dreigipfelige Vulkan Thangorodrim. Zum Ende des ersten Zeitalters jedenfalls versinkt die ganze Konstruktion jedoch zum Glück im Meer. Übrigens nicht verwechseln mit den Eisenbergen darf man die Eisenhügel im Nordosten. Das ist die Heimstatt der Zwerge unter Dain, die Thorin Eichenschild am Eisernen Berg damals zu Hilfe kamen und später dann auch das Königreich unter dem Berg verteidigt haben. Dann haben wir noch die Pelori, die von den Valar, erbaut worden sind und die schützen die unsterblichen Lande gegen die bösen Kräfte auf Mittelerde. Und nimmt man da mal die Beschreibung, die Tolkien geschrieben hat, einigermaßen wörtlich, dann wirkt unser irdischer Himalaya gegen die Pelori wie so eine kleine Sandburg. Beide Gebirgsketten weisen übrigens auch die gleiche Besonderheit auf. Auf der zu schützenden Seite, da befinden sich sanft ansteigende Hänge und auf der anderen steil abfallende Klippen und ganz zerklüftete Grate.
Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als wolle bei uns die norddeutsche Steilküste Mecklenburgs und Pommerns das Binnenland vor der bösen Ostsee schützen. Wobei der Erfolg ist hier so ein bisschen mäßig, was aber vermutlich an fehlender Valartechnik liegt. Was haben wir denn sonst noch? Ja, jede Menge schöne Gebirge, eine ganze Menge unterschiedlicher Bergketten, die schauen wir uns der Reihe mal an. Da haben wir zum Beispiel die Blauen Berge, Irid Luin. Im Westen begrenzen sie einst das Elbenland Beleriand nach Osten und beherbergten zwei wichtige Zwergenreiche, nämlich Belegost, da lebten die Spezialisten für Edelsteine und Juwelen, drachenfeuerbeständige Rüstungen und Masken und spätere Bewohner von Khazad-dûm. Und auf der anderen Seite haben wir Nogrod, wieder exzellente Waffenschmiede, zum Beispiel das Schwert Narsil ist ja bekannt, das Schwert Elendils, das Saurons Finger absäbelte, das kommt von hier. Des Weiteren haben wir hier leicht gierige Handwerker, die aufgrund einer wertvollen Silmaril-Gemme quasi den Untergang des Reiches auslösten. Also Vorsicht. Die Blauen Berge, die versanken uns später im Meer, worauf sich der westliche Teil um den Golf von Lun stark absenkte und einen Einschnitt in die Bergkette ermöglichte, in deren Mitte ein Schiffsbauer namens Kirdan die grauen Antworten errichtete. Wäre sonst nicht gegangen. Vorlindon, das war übrigens das Reich von Gil-galad, dem letzten Hochkönig der Elben in den Außenlanden. Schön ist das Nebelgebirge, elbisch Hithaglir, übersetzt Kette der nebligen Gipfel. Ach was, das ist das charakteristische Kennzeichen Mittelerdes. Mit über 700 Meilen Länge zieht es eine deutliche Barriere durchs Land und behindert meistens den Ost-West-Verkehr, welcher deswegen lediglich an drei Stellen Durchlass findet. Nämlich der Hohe Pass in Höhe Bruchtal, der Rothornpass oberhalb von Moria sowie den Tunnel bei Khazad-dûm, den empfehle ich aber nicht. Für erfahrene Alpinisten hält das Nebelgebirge eine ganze Reihe von herausfordernden Gipfeln bereit. Als da wären der Methedras im Süden, auch genannt der letzte Berg, den Celebdil, die Silberzinne, das Rothorn oder auch Karadras genannt, den Fernuedol, Wolkenkopf und natürlich den Gundabad-Berg, der liegt ganz weit oben im Norden. Die höchsten Gipfel der Kette, die sind übrigens bis zu 12.000 Fuß hoch und tragen ganzjährig Schnee und Eis. Und mit dieser Höhe, da beeinflusst das Nebelgebirge das mittelerdische Klima ganz massiv. Es blockiert nicht nur die vorherrschenden feuchtwarmen Westwinde, woraus natürlich der namensgebende Nebel entsteht, sondern es sorgt auch für durch verstärkten Niederschlag auf der Westseite, der über die Flüsse Weißquell, Lautwasser, Sirannon und Glanduin abfließt. Eine häufige Erscheinung aus dem Zusammentreffen von warmer und kalter Luft sind, was könnte es anders sein, heftige Gewitter, die sich in den zerklüfteten Gipfelregionen förmlich festfressen können. In so eine Schlacht von Gewittern sind Bilbo, Thorin und Kompanie einmal geraten und das werden sie wahrscheinlich kein zweites Mal gemacht haben wollen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Tolkien das Nebelgebirge in Teilen unseren irdischen Alpen nachempfunden hat, in denen er um 1911 herum ausgedehnte Touren unternommen hat, dann können wir auch sogar die Prozesse benennen, die das Nebelgebirge herausgebildet haben. Verwerfungen und Faltungen sowie längst erloschene vulkanische Tätigkeit. Natürlich kann man auch behaupten, Melkor habe die Berge im ersten Zeitalter einfach hingestellt. Das macht die Sache einfach, aber nicht wissenschaftlich. In der Vergangenheit haben riesige Gletscher das heutige Erscheinungsbild der Berge geformt. Vom Eis abgeschliffene Gipfel mit scharfen Felszacken, U-förmig erodierte, breite Täler sowie zurückgelassene Grund- und Endmoränen abgeschmolzener Gletscher, die sprechen eine deutliche Sprache. Der den Zwergen heilige Spiegelsee, Kelet Saram, ist ein klassisches Beispiel eines durch Moränen gebildeten Sees. Sogar das Westtor Morias könnte eiszeitlichen Ursprungs sein. Die schroffen Felsen der Gipfelregionen bestehen vor allem im nördlichen Teil aus kalkhaltigen Gesteinen und wurden von Wind und Regen ausgewaschen. Unter schroffen Klippen lagern weitere, teils rutschige Geröllfelder. Einen vergleichbaren Anblick bieten unsere nördlichen Kalkalpen, die ja auch Höhlensysteme beinhalten, die der von Gollum bewohnten Kaverne doch etwas ähneln. Im Winter ist das Nebelgebirge nur sehr schwer zugänglich. Aber entschlossene Alpinisten können an den seltenen, ruhigen Tagen traumhafte Tiefschneeabfahrten genießen oder sich an den stillen Loipen erfreuen. Naja, sofern die zwergische Wintersportindustrie irgendwann mal in die Gänge kommt. Im Sommer lassen sich anspruchsvolle Klettertouren unternehmen, die von der Schwierigkeit her mit dem französischen Zentralalpenmassiv vergleichbar sind, wenn dort auch die Anfahrts- und Einkehrmöglichkeiten geringfügig besser sind. Eine ganz besondere Heid des Nebelgebirges, das sind die reichen mineralischen Vorkommen. Da haben wir Mithril, Gold, Silber und natürlich Eisen.
so aus geologischer Gesicht, entstehen mineralische Adern durch Einschlüsse, die sich durch häufige Eruptionen gebildet haben. Den Gipfel des Caradras, den kann man auch als sogenannte Extrusion betrachten, als geomorphologisches Modell gewissermaßen, sprich das langsame Aufsteigen von zähflüssigem Magma, und all das spricht natürlich auch für das einstige Wirken dieser vulkanischen Kräfte bei der Entstehung des Gebirges. Unter uns gesagt, wenn Melkor den Fangorodrim bauen konnte, dann sollten vulkanische Auslässe im Nebelgebirge ja nun wirklich keine Herausforderung mehr darstellen, und damit wäre dann auch die literarische Begründung geliefert. Die Gesteinsfarben des Nebelgebirges sind so rot und grau. Ersteres wird im Hobbit mehrfach angedeutet, da gibt's die Querung eines rotschäumenden Flusses und natürlich im Herrn der Ringe dann konsequent weitergeführt, als die neunköpfige Wandergruppe das Land Hulsten mit seinen roten Steinen durchquert. Und nicht zu vergessen, Caradras Rothorn. Vermutlich handelt es sich bei den Gesteinen um Andesit, dessen Farbe zwischen Rot, Braun, Violett und Grau schwankt. So ein Großteil der Grautöne setzt sich aus den erwähnten Kalkablagerungen und Granit zusammen. Alles in allem ein Gesteinsmix, in dem man sich so richtig toll austoben und wunderbar klettern kann. Die Bevölkerungsdichte der Orks übrigens hat seit dem Ringkrieg erfreulich abgenommen. Und als moderner Reisender wird man kaum in die gleiche Situation kommen wie ein bekannter Meisterdieb hobbitscher Herkunft, wobei es sich jedoch empfiehlt, gelegentlich umherstreife Orks nicht zu füttern. Weitaus seltener zu sehen sind die riesenhaften Adler, die alles und jeden ignorieren, der keine tragende Rolle in Tolkiens Werken spielt. Das Weiße Gebirge, Ered Nimreis im mittleren Süden, das bildet die Nordgrenze Gondors und ist quasi das ostwestliche Gegenstück zum Nebelgebirge mit seiner Nord-Süd-Ausrichtung. Man könnte ja schon fast denken, die beiden Gebirge gehören zusammen und sind lediglich an der Pforte von Rohan voneinander getrennt. Die gleichen tektonischen Kräfte, die für die Entstehung der Gebirge Verantwortlichen zeichneten, haben das Land südlich der Pforte in mächtigen Faltungen hochgestemmt und im Zusammenspiel mit einer eiszeitlichen Vergletscherung die höchsten Gipfel Mittelerdes geschaffen. Das wäre das Starkhorn oder der Schneeborn, die mit ihren ganzjährigen Schnee- und Eiskronen das Nebelgebirge an Höhe übertreffen und möglicherweise auch einen Tuck höher als unsere Alpen sind. Pässe oder Pfade, die scheint es im Weißen Gebirge fast nirgendwo zu geben. Sogar Aragorn muss einen wenig erschlossenen und ziemlich unseriösen anmutenden Pfad der Toten einschlagen, würde ich jetzt nicht machen, um innerhalb einer festgelegten Zeitspanne den Stein von Erech jenseits des Weißen Gebirges zu erreichen. Aus Tolkiens Reiseaufzeichnungen, da lässt sich ja vermuten, dass die Berge aus Kalksteinen sowie eingedrungenem Eruptivgestein bestehen, was aufgrund der Nähe zum Nebelgebirge auch nicht weiter verwunderlich ist. Da in vielen Gebieten des Gebirges Marmor zu finden ist, welcher unter Hitze und hohem Druck aus Kalkstein entstanden ist, liegt die grundsätzliche vulkanische Herkunftsthese immer stärker im Bereich des Wahrscheinlichen. Der weiße Turm Ecthelions, erinnert euch, der besteht wahrscheinlich aus Marmor aus dem Mindoluin, dem östlichen Eckpfeiler des Weißen Gebirges. Ein weiteres Indiz für die Kalksteine bilden die glitzernden Höhlen von Aglarond, in die sich damals ein Teil der rohirrimschen Bevölkerung während der Schlacht um die Hornburg ja geflüchtet hat. In diesen Höhlen, da finden sich alle Formationen, die man in kalkhaltigen Höhlensystemen so erwartet, also Stalaktiten, Stalagmiten, Säulen, Vorhänge, Orgeln und so weiter. Und die in Mengen vorhandenen Edelsteine und Kristalle, die ja beschrieben sind, das ist zwar ungewöhnlich für Tropfsteinhöhlen, man könnte sie als eruptive Einschlüsse aber recht gut erklären. Ähnliche irdische Phänomene weisen Höhlen in Myanmar auf. Und diese staubtrockenen Gänge der Pfade der Toten dagegen, die sind nicht auf Wassererosionen zurückzuführen, sondern auf urzeitliche Lavaströme. Der Dvimor-Berg am Eingang der Totenpfade, der ist komplett schwarz und vermutlich aus vulkanischem Obsidiangestein. Also wie es ausschaut, ist ein Großteil des mittelirdischen Südens vulkanischer Herkunft. Entweder war Melkor wesentlich fleißiger als bislang angenommen, oder der Orodruin in Mordor wesentlich aktiver und in der Frühzeit gewaltiger. Man weiß es nicht. Als imposante Wanderung, um gleich einen Vorschlag zu bringen, bietet sich für Natur- und Fährtenerprobte Wanderer die Route entlang der Signalberge von Dunhag bis Minas Tirith an. Die aber, muss ich sagen, selbst für Hartgesottene in kaum weniger als einer Woche zu bewältigen sein dürfte. Aufgrund der Weglosigkeit ist freies Klettern an der Tagesordnung und dank fehlender Gasthäuser wird man stets auf eine Biwaklösung zurückgreifen müssen. Naja, wir gucken mal ein bisschen weiter in den Osten, ins Land Mordor.
Und wenn man sich mal den Ringwall anschaut, der Mordor umgibt, da wird die strategisch günstige Lage auch dem militärisch Unerfahrenen sofort deutlich. Wir aber dagegen stellen uns natürlich die Frage, wie ein derart nützliches Gebilde eigentlich durch, Zufall entstehen konnte. Die Lösung liegt natürlich auch hier wieder im Vulkanismus, wie könnte es anders sein, und soll in vereinfachter Form mal dargestellt werden. Also der heutige Ringwall, der besteht im Norden aus dem Aschengebirge, den Eretlithui, und im Westen und Süden aus dem Schattengebirge, dem Epheldurth. Die bilden zusammen die teilweise eingestürzte Caldera, also eine kesselförmige Struktur eines uralten Vulkans von gewaltigen Ausmaßen. Einige Geologen haben errechnet, dass dieser Riese die etwas unrealistische Höhe von 29.000 Fuß gehabt haben muss. Aber sie lassen dabei außer Betracht, dass es sich ja nicht um einen ganz wirklich klassischen Schichtvulkan gehandelt haben muss, sodass trotz einer etwas geringeren Höhe, sagen wir so 15.000 Fuß, bei einer Eruption trotzdem genügend Explosivkraft vorhanden wäre, um Teile der Caldera zu zerstören und den Hauptberg auseinanderbrechen zu lassen. Dass sowas grundsätzlich mal funktioniert, das haben bei uns der Mount St. Helens und der Krakatau bereits eindrucksvoll demonstriert. Eine etwas kleinere, aber trotzdem vergleichbare Caldera gibt's auf dem Vulkan Teide auf Teneriffa. Und im Übrigen sieht es unterhalb des Teide-Gipfels El Piton ziemlich genauso aus wie auf der Hochebene Mordors. Die Hauptkraft der Eruption des Mordor-Vulkans war seitwärts gerichtet. Mächtige Lavamassen schufen dabei die Hochebene von Gorgoroth und legten die Grundlage für die Durchbrüche von Kirith Gorgor im Westen und Isenmünde im Norden. Die Erosion der Jahrtausende besorgte dann ihr Übriges. Und der klägliche Rest dieses einst gigantischen Vulkans, das ist der heutige Orodruin, der sich übrigens seit dem Sturz Saurons fast völlig beruhigt hat und mittlerweile ganz gefahrlos bestiegen werden kann. Wanderungen durch Mordor, die sind einfach, aber anstrengend, denn weite Teile des Landes sind unfruchtbar und wasserlos. Eine ausreichende Versorgung an Lebensmitteln und Getränken ist demnach unabdingbar. Es gibt aber Pläne, habe ich gehört, das salzige Wasser des Nurnenmeeres zu filtern und durch Kondensation Süßwasser zu gewinnen. Hierzu ist aber sicherlich noch der eine und andere Besuch technisch versierter Besucher unserer Lande vonnöten. Falls du also Wasserbauingenieur bist, das ist dein Aufruf. Wir schauen mal ein bisschen in Richtung kleinere Bergketten. Denn wer es gerne etwas abseitig der großen Gebirgsketten mag, der kann eine der Kleinstketten Mittelerdes besuchen. Hier findet man teilweise noch ganz unbetretene Gipfel und touristisch unerschlossene Wanderparadiese. Die Evendim-Berge oder auch Dämmerberge oder Emin-Uyal, sanft gewellte Hügel im Hinterland des Evendim-Sees, welchem der Brandywine-Fluss entspringt. Wetterfeste Kleidung braucht ihr, der Schwierigkeitsgrad ist eher leicht. Die Turmberge, Emin-Bereit, Standort der weißen Türme der Elben auf den Weg zu den grauen Anfurten, also im Westen gelegen. Architektonisch wirklich interessant, aber zum Wandern eher so mäßig geeignet. Stattdessen bietet sich für euch ein Besuch in Untertürmen beim Verweser der Westmark an, wenn man sich denn für Regionalverwaltungen interessiert, und das tut ihr ja alle. Historisch Interessierte besorgen sich lieber die Genehmigung, dass die Aufzeichnungen von Bilbo und Frodo Beutlin studieren zu dürfen. Das ist das sogenannte Rote Buch der Westmark, von dem eine Abschrift in Untertürmen verwahrt wird. Da drin enthalten ist Bilbos Werk Hin und wieder zurück, Frodos Schilderung des Ringkrieges, Bilbos Übersetzungen aus dem Elbischen sowie zusätzliche Kommentare, Stammbäume und verschiedene Berichte. Ist spannend zu lesen, aber eine Menge Holz. Die nördlichen Höhen sind niedrige Hügel nördlich von Bre. Einzige Sehenswürdigkeit, das sind die Ruinen von Fornost, also eigentlich Norburg, heute noch Totendeich genannt. Viel zu sehen gibt's da aber nicht mehr, aber es lassen sich schöne Fotos machen und der angenehme Gruselfaktor bei hereinbrechender Dunkelheit ist ebenfalls nicht zu verachten. Vergleichbar sind die Ettenöden, die ebenfalls seit den Ereignissen rund um Fornost im Krieg gegen das Hexenreich Angmar verlassen sind und damit ihrem Namen alle Ehren machen. Öden. Einst waren die Ettenöden von den barbarischen Stämmen der Bergmenschen bewohnt, die mit den Orks verbündet waren. Nicht verwandt, verbündet ist ein Unterschied. Heute bieten die niedrigen Bergflanken reizvolle Touren entlang bemooster Klippen und schier endlosen Heidekrautwiesen. Und stieße man ab und an auf eine Whisky-Distillerie, würde man meinen, die schottischen Highlands zu durchwandern. Die Ettenöden sind übrigens bequem über die Groß-Oststraße zu erreichen.
Ein bisschen schwieriger zu erreichen dagegen sind die Berge des Düsterwaldes Eminufin. Obwohl mit der Wiedereröffnung der alten Waldstraße hat wieder etwas Infrastruktur in das Reich des Waldelbenkönigs Thranduil Einzug gehalten. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Noch jedenfalls müssen wir Wanderer vor dem Erreichen des Höhenzuges einige Meilen unerschlossenen Wald durchqueren. Besondere Vorsicht ist beim Genuss von Trinkwasser aus den dortigen Fließgewässern geboten, solange man keine größeren Mengen von Koffein mit sich führt. Nähere Informationen dazu finden sich übrigens in Bombos Briefen, als ob man mich getragen hätte, Erinnerungen an meine schönsten Träume im Düsterwald. Die Aussicht von den Eminulföhn ist allerdings etwas mäßig, da allzu viele Baumwipfel die Sicht versperren. Die Eminmul dagegen, die bieten ausgedehnte Wandermöglichkeiten durch zwar karges, aber nichtsdestoweniger sehr interessantes Gelände. Für den erdgeschichtlich Interessierten lassen sich hier die Jahrtausende währenden Prozesse in der Erdoberfläche Aders wunderbar nachvollziehen. Die Hügel der Eminmul bestehen hauptsächlich aus mehreren Schichten Sedimentgestein, von denen die meisten so weit abgetragen sind, dass sich erkennen lässt, wie die Vergangenheit von Mittelerde hier mal ausgesehen hat. Aufgrund von horizontalen Erdbewegungen ist der innere Teil schüsselförmig zusammengedrückt. Man spricht dabei von einer sogenannten Synklinale. Durch so eine Mulde fließt heute der Anduin, wobei er sich teilweise so tief eingegraben hat, dass die entstandene Schlucht streckenweise an den Grand Canyon erinnert. Frodo beobachtet auf seiner Wanderung mit Sam einige Merkmale, die auf umfangreiche Karstbildung schließen lassen. Das ist chemisch zersetzter Kalkstein, ist unter die Erdoberfläche eingebrochen und hat sogenannte Schlundlöcher, man sagt auch Dolinen dazu, zurückgelassen. Auf diese Weise muss auch der natürliche See Nenhithael vor den Raurusfällen entstanden sein. Irdische Vorbilder sind hier übrigens die Dolinen in Kroatien, Bosnien und Herzegowina. Härteres Material hat der Anduin stehen gelassen und so die drei Erhebungen Amon Hen, also den Berg des Auges, Tol Branje, die Klippe inmitten der Fälle und Amon Lav, Berg des Ohres, geschaffen. Weicheres, alluviales, also angeschwemmtes Material hat sich an den Ufern des Sees abgelagert. Hier haben damals die neuen Wandergefährten auf der Wiese Parth Galen gelagert und Sam und Frodo haben auf der gegenüberliegenden Seite ihr Boot versteckt. Die Einrichtung übrigens hier auf Parth Galen eines öffentlichen Grillplatzes befindet sich in Vorbereitung. Noch weiter östlich lassen sich grandiose Verwerfungen durchklettern und tektonisch bedingte Kantenabbrüche erforschen. Aber Vorsicht! Die äußere Bruchkante bietet, zumindest bei gutem Wetter, einen eindrucksvollen Ausblick über die Totensümpfe. Wanderungen in den Eminmul sind anspruchsvoll und sollten nicht von unerfahrenen Reisen unternommen werden, zumindest nicht ohne Führer. Die Eminanen in Ithilien sind bestens erschlossen und eignen sich für leicht anspruchsvolle Sommerspaziergänge. Man befindet sich stets in Sichtweite von Minas Tirith. Damit ist auch unsere Zeit heute für die großen Gebirge und Touren schon wieder um. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Episode des Reiseführers wieder. Bis dahin, eine gute Zeit in Mittelerde. Euer Uli. Wenn euch das Ganze gefallen hat, das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Pauschalreisen nach Mittelerde. Ich muss aber leider sagen, die gedruckte Ausgabe ist vergriffen, die haben wir nicht mehr. Es sei denn, ganz viele von euch bestellen die jetzt auf einmal, dann können wir über eine neue Auflage nachdenken. Was es aber noch gibt, ist das Hörbuch. Das sind fast 6 Stunden Reiseführer durch Mittelerde. Die könnt ihr bestellen. Schreibt dazu einfach an diese E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet wird. Das Hörbuch, was ihr hier seht, das kostet 15 Euro. Vielleicht ist das ja was, kann man auch wunderbar im Auto hören. Viel Spaß aus Hannover und bleibt Mittelerde gewogen. Tschüss!